Erfahrung. Und wenn es ein Tumorverdacht da ist, dann können wir natürlich frühzeitig auch rangehen. Kompetenz. Gute Versorgung, freundliche Schwestern. Alles gut. Immer einsatzbereit. Und da kann praktisch jeder Patient, der Beschwerden hat, kommen ohne Überweisung. Und dann wird eben geklärt, ist es akut. Ein hohes Versorgungsniveau. Auch die Prostatakarzinome werden auch bei uns schlüssellochartig auch operiert. Hightech mit Freundlichkeit und Patientenkomfort verbinden. Und jetzt geht es nur darum, dass sie weiterhin so gesund bleiben und bei uns in Kontrolle bleiben. Das sind die Urologen des Asklepios Klinikum Uckermark. Na, probieren Sie mal. Drei Tropfen sind ausreichend. In der urologischen Praxis im medizinischen Versorgungszentrum haben die Ärzte und Schwestern jede Menge zu tun. In der Ambulanz sind sie die ersten Ansprechpartner für die Patienten. Den ersten Kontakt haben sie in der Regel mit Jenny Fürstenau. Ihre Probleme und Sorgen teilen sie der medizinischen Fachangestellten mit. Dann wird nach der Lösung gesucht. Die Beschwerden können dabei sehr unterschiedlich sein. Steine nicht Wasser lassen können. Brennen beim Wasser lassen. Ja, Klassiker. Der Klassiker. Meistens tatsächlich Männer, ja. Ja, wir haben viele, viele Frauen auch, aber tatsächlich meistens Männer, ja. Aber wir können immer helfen. Jenny Fürstenau assistiert den Ärzten bei der Untersuchung, Behandlung, Betreuung und Beratung von Patienten. In der Urologie werden die harnbildenden und ableitenden Organe behandelt. Dazu zählen die Nieren, Harnblase, Leiter und Röhre bei beiden Geschlechtern. Außerdem gehören Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Harnorgane und der männlichen Geschlechtsorgane zu den Kernaufgaben der Urologie. Die Urologie ist ja eigentlich eine Krankheit des ableitende Nierenwege, Nieren und ableitende Nierenwege. Alles, was mit der Krankheit, entweder Tumorose, Steine oder Abflusshindernis, sind eigentlich dafür auch da zuständig. Wir haben auch nicht nur die Nierenkrankheiten, auch Nierenbeckenkrankheiten, Harnleiterkrankheiten, auch Prostata, Blase, sowohl Männer, Frauen als auch die Kinder, auch die Missbildung der Kinder auch, sind wir auch dafür zuständig. Nicht immer müssen die Patienten mit ihren Beschwerden sofort stationär aufgenommen werden. Hilfe erhalten sie zunächst in der Ambulanz. Als leitende Oberärztin bringt Gabriele Kühnel Erfahrung und Kompetenz mit in den Bereich. Es sind derzeit drei Kollegen, die hier die ambulante Sprechstunde absichern. Und wir machen an 5 Tagen in der Woche Sprechstunde. Das Patientengut ist sehr durchwachsen, also im ganzen Umfeld. Es sind nicht nur Schweta-Patienten, auch das ländliche Umfeld kommt zu uns. Und wir bieten jeden Tag eine Akutsprechstunde an. Das ist immer die erste Stunde am Tag, also Dienstag bis Freitag von 8 bis 9. Montags ist es ein bisschen später, weil wir frühmorgens die Chefvisite haben. Und da kann praktisch jeder Patient, der Beschwerden hat, kommen ohne Überweisung. Und dann wird eben geklärt, ist es akut? Oder können wir weitere Untersuchungen denn verschieben? Bis zu 1.800 Patienten werden pro Quartal in der Ambulanz behandelt und professionell betreut. Die enge Verzahnung zwischen der Praxis im medizinischen Versorgungszentrum, kurz MVZ, und der Klinik für Urologie entstehen beste Voraussetzungen für die Ärzte und natürlich auch für die Patienten. Wenn zum Beispiel Operationen oder weiterführende Indikationen da sind, dann betreuen wir die Patienten weiter. Sie werden praktisch im Haus operiert und kommen dann auch nach der Operation wieder zur Nachsorge und weiteren Betreuung, sodass das Verhältnis zu dem Patienten schon deutlich enger werden kann. Thema Vorsorge. Der Arzt sollte nicht nur bei auftretenden Beschwerden aufgesucht werden. Bereits ab dem 45. Lebensjahr können Männer eine kostenlose Screening-Untersuchung beim Urologen durchführen lassen. Das gehört eigentlich dazu, dass die Leute auch mal verstehen müssen, dass die Leute einfach ohne Beschwerden auch zum Arzt gehen. Das gehört eigentlich zur Vorsorgeuntersuchung. Bei den Männern, die haben so eine leichte Hemmschwelle noch, dass sie nur warten, bis die Beschwerden da sind. Und ich sage es einfach, in Deutschland haben wir das die Möglichkeit, dass sie auch mit 50 Jahren eigentlich zum Urologe gehen müssen.
weil sie auch im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung werden auch die Patienten auch gut davon profitieren, wenn sie mal Tumoren da sind. Das sind ja noch im Frühstadium, da können auch die Patienten gut helfen. Den ersten Besuch zögern viele gern hinaus. Prostatakrebs ist allerdings die häufigste Krebserkrankung bei Männern. Daher ist die Vorsorgeuntersuchung umso wichtiger. Egon Froh lässt sich bereits von den Urologen des Asklepios Klinikum Uckermark behandeln. Eine Zyste hat sich zu einem Tumor entwickelt. Kann ihm geholfen werden? Sehen Sie in der nächsten Folge mehr von den Ärzten der Klinik für Urologie.